Applaus. Also eine ganz kurze Erklärung da unten, das ist so die Zeit, das sind 6 Sekunden, die gezeigt werden. Und das da oben ist das Stresslevel. Ja, eigentlich ist es das Spannungslevel meiner Haut. Und interessanterweise ist eigentlich das, was hier passiert, an Veränderungen, momentane Veränderungen. Deswegen schalte ich mal ein bisschen um, damit man das ein bisschen genauer sieht. Und dann können wir gleich das Experiment machen. Überlegen Sie sich, wie Sie mich am besten unter Stress bringen. Und natürlich das Gegenexperiment, wie Sie mich entspannen. Ich weiß schon, wie Sie mich entspannen. So. Schalten wir die erste Ableitung an, damit es auch ein bisschen sich wissenschaftlich anhört. Das ist die erste Ableitung. Das sind einfach die Differenzen von Moment zu Moment. Momente sind hier 1/50 Sekunden. Jetzt muss ich die Werte ein bisschen größer machen. Kann sich nur noch um Sekunden dauern. So, sehen Sie was? Berg und Tal. Ja? Ah. Jetzt bringen Sie mich unter Stress, buhnen Sie mich aus. Publikumsbeschimpfung. Na! Also ganz cool, denn hier alles, was unter dieser Kurve ist, negativ, das heißt, ich bin ganz ruhig. Allerdings, das ist. Ja. Und was drüber geht, diese Spitzen, das sind sozusagen die Stressmomente. Jetzt machen Sie mal Applaus, so ein 10er-Punkte-Applaus. Ah, ja! Ja. Passt gar nicht aufs Bild. Okay. Okay, jetzt machen wir es mal. Jetzt kommt mal die Wissenschaft dran. Wie funktioniert das Ganze denn? So, PowerPoint. F5. Das hatten wir. Und das ist das Armband. Jetzt brauche ich noch den Mausdings da. Okay. Und das ist das Armband. Und das hat die Elektroden, das nimmt so bestimmte Momente ab von der Haut, Hautleitfähigkeit, Puls und Hauttemperatur, alles zusammen, das würde dann sozusagen verrechnet werden zu den Emotionen, die ich gerade habe. Wir haben gerade gesehen, wie funktioniert das in der Haut. Da haben wir 3 Sachen, die Schweißdrüse, in diesem Fall männlich. Wir haben die Nerven mit Nervenerregung. Ne? Die Nervenerregung und was in der Haut ist, ist der Schweiß. Und da oben war noch eine Sonne, komme ich aber noch dazu. Also, was passiert? Nerven, Gehirn, Signale, Erregungssignale, Schweißdrüse fängt an zu arbeiten. Ne? Und wenn sie arbeitet, der nächste Nervenimpuls, was bedeutet, wenn die Schweißdrüse arbeitet, es wird Schweiß produziert. Sie sehen, der Schweiß steigt, steigt, steigt. Und wenn es zu viel ist, ist es oben auf der Haut, man ist das, was man weiß als Schwitzen. Nun gibt es dieses Symbol für die Sonne, das heißt, in der Haut gibt es einen Moment, das den Schweiß wieder absorbiert, wieder aufnimmt, sodass es insgesamt eine Balance gibt zwischen Schweißproduktion und Schweißerregung. Und das ist letztlich, was wir nachher messen, die Durchfeuchtung der Haut, die letztlich ein Ausdruck ist dessen, was sozusagen das Gehirn nervliche Erregungen, Nervenimpulse an die Haut weiterleitet. Das wird im Labor schon lange bekannt. Da haben wir gesagt, funktioniert denn dieses Armband? Das habe ich die ganze Zeit an. Dafür haben wir ein Experiment gemacht. Erstmal so eine neutrale Bedingung. Die Probanden mussten sich so ein Video ansehen mit Möwen auf dem Strand. Dann kam ein zweites. Hier fängt der Stress an. Eine medizinische Amputation. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht ganz. Das geht noch weiter bis zum Knochen. Dann das dritte. Dann bekamen die Probanden, bitte einen Luftballon, blasen Sie ihn auf, bis er platzt. Das hat niemand zum Platzen gebracht. Nach 30 Sekunden haben wir das beendet. Und das sind die Ergebnisse. Luftballon im Vergleich zu dem ersten Video, unheimliche Reaktion, viel Stress produziert. Das Amputationsvideo nicht so viel. Da fragt man sich, ja, wieso denn das? Das mag damit zu tun haben, dass wir studentische Probanden haben. Alle Splatter erfahren, Horrorvideos. Ja. Da gab es tatsächlich welche, die haben das Amputationsvideo angeschaut und haben sich richtig gehend entspannt. So, und nun zum unterhaltsamen Teil des Abends. Jetzt schalte ich wieder um auf dieses Armband. Ich hoffe, die Funkverbindung steht noch. Wo ist das jetzt? Ja. Das ist momentane Lage, relativ so um null, etwas entspannt. Wie gesagt, interessant ist, es sind so nicht die Amplituden, die Spitzen, die aussagen für den Stress, sondern das zeitliche Muster. Und jetzt können Sie mitforschen. Das ist nämlich wirklich ein Arbeitsgebiet, denn dieses Profil, das sagt etwas aus über die Stressbelastung. Ich setze mich jetzt unter Stress, indem ich ein paar Emotionen generiere, indem ich ein Gedicht vortrage. Und Sie forschen. Überlegen sich, was das hier für Muster ist, und sagen es mir später. Also, am 8. Mai war das ein Ding, als die Titanic unterging.
Es war ein Heizer, der hieß Schein, der heizte den großen Kessel ein. Er aß gerade einen Teller Erbsen mit Speck, schwimmt ihm auf einmal der Teller weg. Captain, Captain, ruft Schein. Captain, ich esse Erbsen mit Speck, schwimmt mir auf einmal der Teller weg. Der Captain sagt, Schein, Schein, du hast wohl Angst? Schein, bedenke, was du mir verlangst. Schein, du sitzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setze meine Pumpen in Marsch. Schein geht wieder runter und sieht den Rauch und das Wasser steht ihm schon bis zum Bauch. Captain, Captain, ich sehe den Rauch und das Wasser steht mir schon bis zum Bauch. Der Captain sagt, Schein, Schein, du hast wohl Angst. Schein, bedenke, was du mir verdankst. Schein, du sitzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setze meine Pumpe in den Marsch. Schein geht wieder runter und legt sich hin. Doch das Wasser steht ihm schon bis zum Kinn. Captain, Captain, ich lege mich hin, doch das Wasser steht mir schon bis zum Kinn. Und der Captain sagt, Schein, Schein, du hast wohl Angst. Schein, bedenke, was du mir verdankst. Schein, du setzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setze meine Pumpe in den Marsch. Schein sagt kein Wort, zieht sein Hemd aus und springt über Bord. Der Captain ruft, Schein, Schein, lass mich nicht im Stich. Hier, hier sind 160 Dollar für dich. Zieh dein Hemd aus, ruft Schein. Zieh dein Hemd aus und spring zu den Haifischen rein. Des Captains Tochter auf dem Deck wirft ihren Büstenhalter weg. Schein, lieber Schein, ruft sie ebenfalls. Hände auf der Schrippe, Höschen um den Hals. Schein, lieber Schein, lass mich nicht im Stich. Meine weiße Schrippe, die ist ganz für dich. Danke bestens, sagt Schein, danke bestens. Hab leider keine Zeit, muss nach Hause ist weit. Schein schwimmt weiter, schwimmt wie ein Aal, oder besser genannt ein Wal. Trifft unterwegs einen riesigen Wal. Der Wal sagt, Schein, du schwimmst ja recht munter, doch wenn ich dich kriege, schluck ich dich runter. Meinetwegen, wenn du mich erwischt. Und die Hand umdrehen, war er abgezischt. Schlug in Washington wie eine Bombe ein. Die Titanic soll abgesoffen sein. Schein saß in der Ecke, hörte den Radau, schmiss noch eine Runde, war schon ziemlich blau. So, ich hoffe, Sie haben was gesehen. Schreiben Sie es auf, wäre es interessant. Vielen Dank.